Hallo und herzlich willkommen zu dem Adventskalender Türchen Nummer 7 und wir spielen hier eine Runde FIFA Ultimate Team und Liga, einfach Ligaspiel, wer es kennt, sollte eigentlich drüber Bescheid wissen, einfach Ligaspiel werden wir machen und jetzt werden sich bestimmt einige denken, wann geht das wieder mit Ultimate Team weiter, ja ich weiß, aber ich habe im Moment wieder richtig, richtig Lust auf FIFA, ich denke mal, ich bereite mich ein bisschen vor, spiele mich ein bisschen ein, sag ich mal, weil ich habe schon, ich sag mal, also 4-5 Wochen Ultimate Team so intensiv habe ich nicht gespielt. Ich habe gestern, also ab und zu habe ich gegen den Lars ein paar, 2-3 Mal gemacht, so. Ist aber okay. Und Ultimate Team gibt's ab Montag wieder. Ab Montag werde ich wieder anfangen schön mit Let's Play FIFA Ultimate Team. Und ich denke mal, darauf könnt ihr euch schon mal schön freuen. Ich habe genug Themen, auch für dieses wieder habe ich ein schönes Thema. Ich habe so viele Themen für Ultimate Team, das ist unfassbar. Der Gegner, die Verbindung zu deinem Gegner wurde unterbrochen. ich weiß noch nicht, über welches Thema ich heute rede, aber ich denke mal, ich werde mir gleich eins überdenken. Auf jeden Fall natürlich hier Auslosung der Weltmeisterschaft. Ey, ich hasse das, ne? Man findet einfach nie einen verhurten Gegner, ne? Ey, das ist ohne Witz, ne? Wunderbar. Und komm, du sparst die Lex gleich noch schön im Spiel. Boah, Junge, dann raste ich aber aus. Auf jeden Fall natürlich, die Weltmeisterschaft war ja gestern. Also für euch war sie gestern. Ja doch, sie war gestern. Totti auf links, okay. Totti links. Dann haben wir da Palacios, natürlich jetzt nicht so, der beziehungsweise schnell. Ist halt unten rechts Maicon. Er sieht aus wie Maicon, auch Bonner habe ich gesehen. WM-Auslosung. Ich sag mal, die deutsche Gruppe. Also ich finde sie relativ geil. Erstmal Ghana gegen den Spasti Boateng. Von hier Scheiß Schalke und dann haben wir, also von Schalke, ich mag Schalke nicht, nur mal so, gegen hier Scheiß Schalke da und dann nach schönen USA gegen den Klinsmann. Der Klinsmann hat gesagt, irgendwann, also beziehungsweise der amerikanische Fußball ist so auf Fortschritt, dass es irgendwann der beste Fußball der Welt ist. Also der hat so gesagt, dass er meint, drück doch weiter, meine Fresse, Alter. Ich schwör's euch, ne? Ich finde genau den Wichser, der nicht wegdrückt, Alter. Du behindertes Stück Scheiße, du Bastard, Alter. Auf jeden Fall hat der Klinsmann gesagt, dass der amerikanische Fußball irgendwann besser sein wird als der deutsche. Also in den nächsten Jahren. Also dann werden wir erstmal schön den Klinsmann durch den Arsch ziehen. Dann werden wir erstmal den das Gegenteil beweisen. Dann natürlich Portugal, den Ronaldo. Den werden wir mal schön, richtig schön zum Weinen bringen. Wenn der zweimal gegen den Lahm oder ich weiß nicht, wer da spielen wird, Boateng nicht durchkommt, da fängt er direkt an zu weinen. Da werden wir den schön erstmal den Ball durch die Nase ziehen. Da freue ich mich jetzt schon ganz gespannt drauf. Oh, erstmal Ball abpassen wir richtig gut. Was macht ihr da? Ey, da könnte ich doch schon wieder kotzen. Das ist jetzt schon wieder scheiße, weil ich gegen den Wichser unbedingt gewinnen will, weil er einfach nur ein Bastard ist und sich alles anguckt, der Bastard, Alter. Mein Gott, wo passt du denn hin, Junge? Und ich gegen den schon wieder nicht gewinnen kann, habe ich schon wieder so keinen Bock auf FIFA. Oder einfach wieder gegen so eine Missgeburt wieder einfach nur elendig. Der hat 85 Pace, der rennt vermalen weg. Der hat nur 85 Pace, wer hat Walker? Kann ich... Nein! Kann ich das verstehen? Aber der hat nur 85 Pace, das ist jetzt nicht so ultimativ viel. Schön gespielt. Schön gespielt. Der letzte Pass. Nein. Boah. Eingespeicherte verfickte Taste. Sonst die Gruppen, also ich meine, ich glaube, man könnte ausrechnen, wenn Belgien Zweiter wird. Meine Fresse, du Affe, Alter. Wenn Belgien Zweiter wird und Deutschland Erster spielt, Deutschland im Achtelfinale gegen Belgien, wart natürlich direkt zum Hammerduell. Ich finde, Belgien ist so ultimativ stark. Jetzt ist die Taste wieder eingespeichert. Ich glaube es nicht. Oh, da geht er. Da geht er. Der davor geht. Der davor geht. Der muss den machen. Der muss den machen. Bitte mach es. Du Wichser, Junge. 12. Minute. Jermaine Defoe, Junge. So. Ich hab nicht genau den Spielplan, aber normalerweise ist es immer so, dass die benachbarten Gruppen, zum Beispiel A und B, C und D, E und F und G und H, der Erste immer gegen den Zweiten spielt, beziehungsweise der Zweite gegen den Erste halt.
Ey, das gibt es doch nicht, ne? Das gibt es nicht, ne? Schön gehalten, Digga. Das ist immer der erste gegen den zweiten. Das wäre dann Belgien, weil Deutschland ist in der vorletzten Gruppe und Belgien ist in der letzten Gruppe. Deswegen würde das eigentlich ganz gut passen. Aber es kann sein, dass es auch anders ist. Also ich weiß, dass, glaube ich, A und D nur gegeneinander spielen kann und dann E bis H. Möchte ich jetzt aber nicht, da möchte ich jetzt nicht unbedingt drauf wetten. Also kann sein, muss aber nicht. Ja, klasse Pass. Gibt das nicht, ne? Ja, das gibt es absolut nicht, dieser... Boah, nö, ey. Ruben Palacio. Weißt du, und der rennt da einfach nur durch. Der rennt einfach nur. Was meine Verteidiger machen, ist keine Ahnung, was die Bastarde da machen, Alter. Das ist Arbeitsverweigerung, was die jetzt fabrizieren. Mein Gott, renn doch schneller, du Nutter, Alter. Du elendige Nutte. Ja, oder Rodrigo Palacio. Für mich heißt der eigentlich... der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut! Der ist gut, ist der! Daher ist mir scheißegal, ob da geswettet war. Das ist ein Bastard. Deswegen swette ich auch, dieser Wichser, ey. Sauber, der da. Richtig schön. Richtig gut gespielt. Wer oben war, Sterling wahrscheinlich. Ja, wer auch sonst. Mir scheißegal, ob das geswettet war, ne, da. Ist mir sowas von egal. Zack. 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 Und da geht er schon wieder. Da geht der doch schon wieder. Aber leider abgefangen. Das hasse ich ja auch, ne. Schön vertongen war da, glaube ich. Boah, der Dyer ist schnell. Den kriegst du nicht. Jetzt kriegst du den auf gar keinen Fall. Oh, ja. Nein, fuck, leider nicht richtig getroffen. Sonst die Gruppen sind eigentlich ganz okay, sag ich mal. Ich finde die Gruppe natürlich mit Italien, Uruguay und... Italien, Uruguay und... Da war noch eine krasse Mannschaft drin, England. Finde ich relativ krass. Aber ich denke mal, da hat leider Italien, obwohl, normalerweise Italien und England, würde ich sagen. Aber Italien ist mal berüchtigt für ein paar Unentschieden. Deswegen, ich würde aber auch Uruguay deutlich dazu trauen. Würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Es wird natürlich bei der WM, also ich werde irgendwie da ein Projekt schon planen, irgendwie, dass ich immer über die Spiele spreche, die vielleicht eins Orakel gegen euch vielleicht oder so, mal gucken, keine Ahnung, weiß ich jetzt noch nicht. Aber da wir, zu der WM wird es auf jeden Fall was geben von mir. Und darauf könnt ihr euch mal schön freuen. Oh, dieses unfassbare gute Passspiel, bis auf dieser Pass. Hasse, sauber. Da geht der doch schon wieder. Da geht der doch schon wieder. Und dann leider der letzte Pass, aber damit hat er gerechnet, dass ich so passen werde. Und deswegen eigentlich ganz gut abgefangen. Ah, vermalen, da musst du hin. Ah, der wird auf... Abseits, Bruder, abseits. Die anderen Gruppen hier, Spanien und Holland. Ja, Spanien und Holland sind in einer Gruppe, aber die beiden Mannschaften werden nicht normalerweise, denke ich mal, dann auch machen. Deswegen denke ich mal nicht, dass... Boah. Dieser Hurensohn an sich Palacio. Allein schon, dass der eine verfickte Huren italienische Mannschaft hat, ne? Boah, da könnte ich doch schon wieder ausrasten. Italien, ne? Boah, ist das ein abgeficktes Nuttenland, ey. Obwohl, der Land ist eigentlich ganz cool. Durchrennen kann ich auch. Ach, Schiri, Alter. Tja... Das gibt Rot! Wofür? Wofür denn? Boah. Boah. Oh, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Immer dieser letzte Pass, ne? Geh doch! Boah, die Flanke ist gut. Ey, das gibt es nicht, ey. Wofür denn Rot? Ich meine, das ist ein Stürmer, das ist jetzt nicht so unbedingt tragisch. Meine rote Karte ist immer tragisch. Aber das ist jetzt auch zwar nur der Stürmer, aber trotzdem, wofür?
Mein Gott, ne, ne. Wunderbar abgefangen. Ja, ist klar. Ganz genau. Schon wieder Palacio, ey. Ach, das ist doch elendig, dieser Bastard, Alter. Meine Fresse, ne? Boah, immer dieser Palacio, dieser Bastard, Alter. Was ist mit dem los, dem Wichser, ey? Boah, soll ich mir das wirklich antun, dieses Spiel wieder zu Let's Playen, beziehungsweise Ultimate Team zu bringen? Boah, da könnte ich schon wieder aus... Machst du denn da, du Wichser, Alter? Ich schwör, da könnte schon wieder der Controller fliegen, könnte da, Alter. Meine Fresse, ey. Jetzt kann der mal gehen. Ja, super. Was mache ich denn jetzt? Und dann geht der einfach mal für 1,50 Meter. Na, und dann kommt der und mir dann den Ball weg. Na, meine Fresse. 3-2. Ich meine, das Spiel ist jetzt noch nicht verloren. Aber erstmal die rote Karte war voll für den Arsch. Und dieses Wichstor da von dem Bastard, Alter. Direkt am Anfang eine Rage-Folge. Das ist nur ein Adventskalender-Türchen. Das ist noch nicht mal zur Folge für Ultimate Team, wisst ihr? Aber so... Ja, genau. Aber was ich mir so von der WM verspreche, ist natürlich... Also meine Favoriten sind Spanien, Brasilien, Deutschland natürlich, Belgien. Was mit der Lalalala? Ist auf jeden Fall auch Belgien. Und sonst als Geheimfavoriten Portugal auf gar keinen Fall. Ich würde eventuell sagen, so Uruguay vielleicht ein bisschen. Mein Gott, ich habe nach innen gezogen, ey. Mein Gott, ne. Eventuell Uruguay ein bisschen so, aber sonst so richtigen... So, natürlich Geheimfavorit ist eigentlich Belgien, wenn nicht sogar einer der Favoriten, nicht Geheimfavorit, sondern der Favoriten. Bitte! Juhuhu! Weil ich weiß zwar nicht, was Fernandinho da macht, aber das ist mir sowas von scheißegal. Ich werde jetzt überlegen, Renze um den Torwart vorbei, das mache ich ja normalerweise oft und da klappt einfach nie. Aber jetzt hat es mal wieder ein bisschen so ansatzweise geklappt. Aber ich meine, sind wir mal ehrlich, war stark gespielt. Brasilien, Spanien, Belgien, Deutschland, obwohl Deutschland noch gar nicht, ich weiß nicht, auch Brasilien, eigentlich würde ich sagen, der Top-Favorit ist einfach wieder Spanien, ist einfach so. Boah, wäre der reingegangen, ne? Boah, ich hätte geschrien, das könnt ihr euch nicht vorstellen, egal, da gibt Einwurf. Für mich, das sieht ganz stark nach einer Flanke aus. Ach du Scheiße, da steht ja überhaupt, Alter, hätte ich mal gewartet, ich Idiot. Ich hasse diese Bälle, ne? Ich hasse diese Bälle absolut. Zieht nach innen. Das wusste ich. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Sauber. Na, spiel doch, du Bastard. Worauf wartest du denn? Ey, worauf wartet? Anstatt der... Boah, das wäre so ein geiler Konter gewesen. Ne, ich muss warten, bis ich spiele. Ja, ja. Pass auf, zu meinem Glück kann der mit Palacio so die Freistöße schießen. Mit Totti. Ah, wohl Totti kann gute Freistöße schießen, aber der schießt mit Kraft, oder? Ne. Gar nicht schlecht, muss ich mal sagen. Fernandinho ist jetzt nicht so ein Pace-Beast. Ey, ihr seid doch Helden, seid ihr doch. Boah, sauber. Setz dich durch. Obana kann nix. Sehr gut. Schieß! Nein! Ich hätte vielleicht noch da oben passen können, aber... Warte mal. Hätte ich vielleicht da so einen hohen Pass machen können? Ja, hier unten, ich hätte passen können. Habe ich aber mal sein gelassen. Ah, ne, das ist... Eine Ecke, normalerweise ist immer so meine Geheimwaffe. Uiuiui, ruhig. Der ist gut. Ja, jetzt wisst ihr, was eine scheiß rote Karte ist. Schiedsrichter! Jawohl! Sauber, Elfmeter! War aber deutlich, also jetzt mal bitte, also deutlicher geht, boah, jetzt muss ich den erstmal verwandeln. Wer kann denn da so Elfmeter schießen? Elfmeter, 73, 73, okay, das ist der Beste.
Jawohl. Ja, weil die verfickte Mitte ist mir egal. Ich habe eigentlich auch noch oben rechts gedrückt, aber ja, ich weiß, Mitte schießt man normalerweise eigentlich nicht so oft, aber ist mir egal. Drin ist drin. Jetzt sehr defensiv, Jungs, könnt ihr euch so drauf gefasst machen. Sauber, Sterling. Sauberes Pressing. Oh, der Sterling, der geht da durch wie Butter, geht der da. Der geht da durch wie Butter. Der geht da durch wie Butter. Nein. Das wird gewesen. Oh, ja, den fliegt er einfach so runter, alles klar. Boah, wäre das geil gewesen. Direkt noch ein Tor hinterher geschoben. Mann, geh da hin. Ja, ist halt einfach für mich, für den, für mich, für den, für mich. Uiuiui. 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 Aber er kämpft. Okay, er verliert trotzdem den Ball. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hab ich. Hab ich. Ruhig, 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 ruhig. Hab ich. Komm, Sterling. Na, jetzt wusste ich nicht, ob der Ogbonna hinterher rennt oder nicht. Hast du? Sauber. Hinten. Ja, Paulinho. 77. Entscheidung. So, du Bastard. Zu 10. habe ich dich gefickt, du Wichser. So, alle Beleidigungen rausgehauen. Aber jetzt kommen wir wieder schön auf der WM zu gucken. Na, und was mit der Auslosung gestern war. Auslosung fand ich eigentlich relativ gut. Ich meine, das Gesinge, das Tralala, das ist alles nur Geldmacherei. Ich meine, das kennt er ja. Ist halt so. Mein Gott, muss man leider mit leben. War echt im Abseits. Muss man halt mit leben, so außer so im Wald. Ich fand halt, ich denke so, ja, 17 Uhr, alles klar. Und dann ging das erst um 6 Uhr los. Ich meine, ja, mein Gott, ist halt so. Ja, das ist richtig klasse gemacht. Ich bin einfach ein FIFA-Beast, bin ich. 6-3, so, jetzt kriegt er mal richtig schön mal auf den Sack, kriegt er mal schön was zum Nachdenken. Und sonst so von der WM, hier, Weltfußballer, kann ich auch nochmal sagen. Weltfußballer werde ich natürlich Ultimate Team nochmal genauer drauf eingehen. Für mich ist der Weltfußballer Ribéry. Jetzt denkt er sich, der hat doch gar nicht so viele Tore geschossen. Wie der Ronaldo oder Messi. Das ist korrekt. Für mich ist Ronaldo auch im Moment der beste Fußballer der Welt. Aber was hat der Ronaldo denn gewonnen? Nichts. Nicht einen Titel letzte Saison. Nicht einen Titel. Noch nicht mal 10 Pokal hat der geholt. Und für mich, ich meine, Ronaldo kann ein Team absolut, wenn der mal gut drauf ist, kann der absolut ein Team einfach alleine, kann der Real Madrid zum Sieg führen. Das kann, sag ich mal, Ribéry nicht, aber ich meine, das Spiel bei Real Madrid ist auch nur auf Ronaldo zugestellt. Nur auf Ronaldo, auf keinen anderen. Und deswegen, ja, genau, schön. Und deswegen ist für mich Ribéry, weil Ribéry, der hat Bayern, ich meine nicht im Alleingang jetzt zum Triple geführt, aber er hat sich schon dahin geführt, weil durch seine guten Leistungen haben sie halt ein paar Spiele gewonnen. Ohne den wären sie natürlich, dat, also für mich hätten sie das ohne den auf gar nicht auf die Kette bekommen. Dann hätten sie da, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sie dann, ich meine gegen Barcelona war halt natürlich die ganze Mannschaft gut, das muss man ja mal so stehen lassen. Aber auch im DFB-Pokalfinale, Ribéry, beide Tore vorbereitet. Er hat eigentlich so gesehen diese Mannschaft Bayern zum Triple geführt und er hat auch Frankreich nochmal zu der WM geführt. Also tut mir leid, wenn das Ronaldo wird, dann ist die Wahl einfach so sinnlos, weil einfach immer der Weltfußballer wird, der am meisten Tore geschossen hat. Ich finde es allgemein schon scheiße. Dass einfach immer, dass immer nur offensive Weltfußballer werden. Ich meine, der letzte Defensive war Cannavaro 2006, weil der Italien zum Weltmeister gemacht hat. Jetzt nicht durch seine Tore, ist ja logisch, weil ist ja ein Defensiver, aber defensiv war halt ultimativ gut. Und keine Ahnung, deswegen, ich würde... Zuckerpass. Oh, Traum. 7-3. So, Junge, kannst du dir mal richtig schön... Den muss man nachdenken, Junge. So. Deswegen, für mich ist es Messi einfach, weil ich meine, er hat zwar jetzt Meisterschaft gewonnen und so... Also halt auch nur die Meisterschaft gewonnen. Aber von den drei war er am schlechtesten von der Leistung her. Ich meine, auch weil er natürlich verletzt war. Muss man ja so mal dazu sagen. Also für mich wird's, also muss es Ribéry werden. Ich werde natürlich in der Ultimate Team Folge wahrscheinlich direkt am Montag näher drauf eingehen. Da werde ich alles drüber sagen, so was für Ribéry spricht, was für Ronaldo spricht. Könnt ihr alles schön erfahren. So, ey. 7-3, Junge, zu 10, 7-3, also da muss er, ich glaube, der war schön am Rasten, der Bastard, so,
Das war's eigentlich für das Adventskalender-Türchen. Ich bin übrigens in der Liga geblieben. Das heißt, Montag geht es los in Liga 3. Könnt ihr euch mal schön drauf auf was gefasst machen. 9000 Münzen. Werde ich auch Montag werde ich noch mal, ich glaube vielleicht sogar nur eine Folge machen, über meine ganzen Teams zeigen und so, und vielleicht ein paar Spieler kaufen kann, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall Montag geht's wieder los mit Ultimate Team. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß heute. Bundesliga werde ich mir schön reinpfeifen, beziehungsweise für euch war die Bundesliga schon, außer Dortmund und Leverkusen spielt für euch gerade, wenn ihr das Video um 19 Uhr guckt. Und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bis Montag für die Ultimate Team Leute. Tschüss!